So, wir sind wieder back bei meinem Video-Special über meine Musiksammlung. Was für ein Stil spielen die eigentlich? Das ist schwer zu beschreiben. Das erste Album, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das war auf jeden Fall mit blauem Cover. Das war noch Nu Metal angehaucht. Dann kam hier Album 2, das war mehr so Metalcore-mäßig und jetzt sind die hier so Neo-Thrash-Metal. Eigentlich sollte man sich über diese Subgenre-Sachen gar nicht so richtig aufhalten. Spielt keine Rolle. Ich weiß jetzt übrigens, wie der erste Sänger von AC/DC hieß. Das war Bon Scott. Ist mir jetzt wieder eingefallen. Dann kommen wir hier auch zu einer Band, die Sachen vereint, die eigentlich nicht wirklich miteinander klappen. Oder zumindest die der geneigte Hörer von beiden nicht mit diesem anderen Genre verbinden möchte. Das ist sind Clawfinger. Die spielen Rap Metal aus Schweden. Die gab es viel früher als Limp Bizkit und sind auch viel besser als Limp Bizkit, meiner Meinung nach. Ich habe hier so ein 90er-Album, wo die gerade eine schlechte Phase hatten. Das war A Whole Lot of Nothing. Ist mehr so Industrial, Synthesizer, Rap, Metal-mäßig angehaucht. Und Life Will Kill You. Das habe ich 2007 bekommen. Ich fand das Cover so lustig hier mit diesem. Das ist ja eigentlich so ein Parental Advisory-Sticker. Life Will Kill You. Ich fand das Inlay auch ziemlich geil hier. Life will kill you, do not enter. Ich muss mal kurz husten, einen kleinen Augenblick. So. Die hier ist gut gemacht. Haben übrigens auch gut durchdachte Texte. Sind auch recht groovig, haben nur keine Solos in den Liedern. Könnte mal vielleicht was für ein Dicer sein. Man weiß es ja nicht. So. Nehmen wir mal hier gleich zwei CDs mit, obwohl die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das sind Codeon mit Source. Das Album habe ich, glaube ich, für 4 Euro bei EMP hinterhergeworfen bekommen. Finnischer Death Metal. Ziemlich geile Riffs haben die da drauf. Leider kaum bekannt. Wenn euch Necrophagist was sagen, da spielt da eine Gitarrist mit. Ist quasi ein Geheimtipp. Kennt kaum einer. Und Industrial ist natürlich in meiner Sammlung auch vorhanden. Combi Christ. Today We're All Demons. Finde ich gut. Also ist jetzt nicht so, dass ich die unbedingt dauernd höre, aber ich fand, ich glaube, Get Out of My Head. Wo ist es? Da, Get Out of My Head, so übelst geil. Habe ich mir die CD mal gekommen. Bist du mal ein bisschen offen für Sachen, nimmst du mit. Allerdings finde ich mehr so diese Texte, die in Industrial so typisch sind, dieses ganze. Irgendwas mit Fuck und sowas, das brauche ich mir eigentlich sparen. So Titels wie Fuck Machine, das sind ja diese ganzen Industrial-typischen Texte. Muss nicht sein. So, hier haben wir Crematory, deutsche Death Metal Band, mittlerweile so Gothic Industrial. Das sind zwei Alben aus der Gothic Industrial Zeit. Revolution, das war eine Zeit, da haben die noch auf Englisch gesungen. Bis auf Tic-Tac ist ja alles Englisch. Und Crematory ist halt komplett auf Deutsch. Ist eine schöne Alternative zu anderen deutschsprachigen Bands. Gibt's, so wie ich die hier gehört habe, wenig in diesem Format, dass die dann auch so Death Scrolls mit benutzen und so weiter. Die habe ich im Doppelpack gekauft. Und das Lustige an der ganzen Sache ist ja hier, man erkennt hier noch, dass die vom Label Nuclear Blast GmbH waren. Und das wurde hier schön mit diesen Massacre Records Aufkleber überklebt. Weil zu dem Zeitpunkt, als das Album rauskam, waren die schon bei Massacre Records und die wollen halt keine Werbung dafür machen. Mancher mag sagen, dass es. Das sind übrigens Klagebilder. Mancher mag sagen, dass das Niveau der Band auf Reim mich oder ich fress dich Lyrik runtergekommen ist. So ist es vielleicht auch, aber mich stört das jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir ja eine der oder vielleicht sogar die beste Death Metal Band überhaupt, heißt auch so, namens Death. Das ist die CD Human. Vielleicht kennt man die, also man sollte zumindest mal von denen gehört haben, namentlich. Das ist die Band. Um Chuck Schuldiner herum. Das war ein geniales Mastermind, was Musik betraf, und der hat auch immer wieder Bandmitglieder rausgeschmissen. Zu jedem Album hat er eigentlich ein komplett neues Line-up gehabt, bis er dann aufgrund unzureichender Versicherungspolitik dann 2001 an einem Krebsleiden erlag.
sehr traurige Geschichte eigentlich, weil er auch eine ziemlich sympathische Person war. Glaube ich zumindest, erzählt man sich jedenfalls. Die habe ich wohl deren Pinnacle Creation, sozusagen Human, für mich das beste Death Metal überhaupt. Das ist auch die 2011er Re-Release-Version mit diesem Pappschuber hier. Da haben wir dann auch eine ganze Menge an Bonusmaterial auf der Rückseite drauf. Instrumentale Studio-Tracks und dann nochmal vom Konzert 1991 live aufgenommen. Der Nachfolger Individual Thought Patterns, auch aus der 2011er Version. Da musste ich den Pappschuber leider kaputt machen, denn er wollte partout nicht mit dieser Hülle zusammenpassen. Da musste ich das dann auseinanderreißen, weil ich konnte das einfach nicht mehr, konnte das einfach nicht so leicht rausnehmen wie hier. Musste ich kaputt machen. Genauso wie beim letzten Album, The Sound of Perseverance. Das kam, ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam. Ich glaube 1999. Auch die 2011er Re-Release-Version, das hat übrigens ein neues Cover, weil das ursprüngliche Cover unglaublich hässlich war. Die haben auch eine ziemlich textliche Wandlung durchgemacht. Da zu Anfang hatten die ja mehr so Zombie-Lyrik da und Hauptsache Splattertexte gemacht. Und im Endeffekt haben die dann hier immer weiter angefangen, wirklich progressive Texte zu schreiben, die sich dann auch mit dem Leben an sich befassen. Also sowas halt. Dementsprechend wurde die Musik auch progressiver und ich kann es halt nur empfehlen. Hier haben wir übrigens ein schönes Beispiel für den Death Pullover. So sah das Death Logo früher aus. Wie man es vielleicht jetzt hier erkennt, ist es ein bisschen aufgeräumter. Dass die ganzen Spinnenweben und das Death-Fuckface da über dem Haar auch weg ist. Stellen wir mal wieder rein. Dann kommen wir zu. Okay, dann nehme ich die beiden mal hier mit. Man sieht da, hier ist so ein bisschen alles orange in dem Bereich. Nehmen wir die beiden mal mit, obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Das hier sind Deicide. Steht lateinisch für Gottesmord. Ist auch eine ziemlich satanistische Band. Um den Sänger, der Sänger ist glaube ich auch Satanist, geht eine halbe Stunde. Melodisch, hart, growlig, ziemlich cool. Habe ich mir in Hamburg in so einer, in so einem Boxset gekauft. Ich kann das mal eben herholen. Da war dann noch ein Poster mit bei, was hier über meinem World of Warcraft-Kalender hing. Es hing mal da, nee, jetzt nicht mehr, weil es anderen abgefallen ist. Wenn hier im Sommer immer der Ventilator rumgepustet hat. Und das ist das Boxset hier quasi. Das sind übrigens Boxsets, wenn man hier in so einer Superbox hat. Und da waren dann auch noch diese vier Karten hier mit bei, der Bandmitglieder. Ich weiß nicht wozu. Das sind keine Sticker, das sind keine Postkarten, das sind einfach bloß Karten. Ich weiß nicht, wer sich sowas denn anguckt oder sich ins Zimmer hängt oder keine Ahnung was. Soll's egal sein. Ich brauche die nicht. 30 Minuten melodiöses Geknüppel, ziemlich geil. So. Was haben wir hier? Dimmu Borgir. Da habe ich ja schon früher drüber gesprochen. For Altit mit dem Originallogo noch. Das war auch deren erstes Output. Das ist auch ein Re-Release. Das erkennt man daran, dass das Bild koloriert ist. Das Bild war früher mal schwarz-weiß. Und das war eins der wenigen CDs, wo die noch in. Ich weiß es nicht, in Norwegisch gesungen haben. Ich weiß nicht, aus welchem Land die kommen. Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, ich habe keine Ahnung. Hier sind dann noch zwei Bonustracks von dieser einen EP, die da dann gemacht haben. In i Edites Mørke oder so ähnlich. Original ist von 1997. Der Grund, warum das wahrscheinlich re-released wurde, ist, weil das Original bei No Colors Records gemacht wurde und die. The Records, No Colors Records, wurden dann später bekannt dafür, dass die gerne mal rechtsradikale Black Metal Bands aufgenommen haben. Deshalb kann ich nachvollziehen, warum dieses Album neu aufgenommen wurde. So, dann kommen wir zu einer deutschen Death Metal Band, recht doomig und sludge-mäßig, mit ziemlich coolen, depressiven Texten. Ich habe leider nur die vier aktuellsten Outputs von insgesamt, ach Gott, 9 Alben. Das ist ein Disbelief mit. Hier haben wir Sick, Sick, Sick. Schönes Wortspiel. Navigator. Protected Hell mit DVD in der 12FSK-Version. Und das Neueste, was ich mir erst kürzlich gekauft habe, hier. Das ist so ein 20th Anniversary-Album. Die Stimme von dem Sänger, ich glaube Carsten Jäger, ist echt
ziemlich gewöhnungsbedürftig und auch der Sound der Band ist halt äußerst stumpf, aber gerade das erzeugt so eine unglaublich dichte Atmosphäre. Das müsste hier von 2005 sein. Das ist auch mit Bonustracks, vier Cover, ich glaube von den Scorpions, Accept, Slayer und Iron Maiden. Glaube ich zumindest. Ja, müsste sein. Dann halt hier eine normale Version von Navigator, das ist nicht so interessant. Hier eine DVD-Version, da fällt mir die CD auch schon bald entgegen. Ich glaube, diese ganzen CDs hier sind alle für maximal 7 € gekauft worden, einzeln. Ich glaube, die hier 7 €, die hier 5 €, die hier 5 € und die hier wieder 7 €. Das hier ist auch mit DVD, habe ich mir noch nicht angeguckt, bin ich noch nicht so gekommen. Und hier sind nur drei neue Songs drauf, ein re-releaseder Song von einem früheren Album, der Titeltrack des Albums Shine. Und dann wieder drei Cover, ich glaube von King Diamond, Crimson Glory und Killing Joke. Vielleicht sagt einem das was. Wie gesagt, depressive Texte, ziemlich cool. Dichte Atmosphäre und so. Wer Disbelief kennt, muss nicht unbedingt diese Band hier kennen. Disturbed, aber die sind auf jeden Fall bekannter. Haben übrigens nichts gemeinsam, falls das jetzt einer denkt. Ich habe die ersten drei Alben, das habe ich mir so gekauft, weil ich zu dem Zeitpunkt total auf die stand. Mit, Gott, wie hieß das? Believe oder Liberate, genau. Die beiden habe ich mir von einem Kumpel gekauft. Da war ich unglaublich enttäuscht drüber, dass hier dieses Booklet so unglaublich kaputt war. Für ein Appe und ein Ei habe ich die gekauft. Höre ich nicht oft, aber wenn ich mal Bock drauf habe, dann höre ich die wirklich sehr gerne. Endlich auch mal wieder hörenswert, eine Band zu hören, wo man ohne wirkliche Vorurteile da zwischen Lyrik und sowas rangehen kann. Ich glaube, die sind ganz in Ordnung. So, dann haben wir hier eine Punkband. Wo haben wir's? Eine Folk-Punk-Band, die mit klassischen irischen Instrumenten arbeitet. Die übrigens nicht aus Irland kommen, sondern nur teilweise, glaube ich. Die Dropkick Murphys mit The Meanest of Times. Habe ich auch einem Kollegen abgekauft, demselben, dem ich das Chimera-Album abgekauft habe. Das wollte er nicht mehr. Ich finde, höre ich mir nicht oft an, finde ich aber ziemlich cool, vor allem mit diesem bedruckten Shamrock hier. Die Special Edition wäre mir auf jeden Fall lieber gewesen. Das war so eine grüne Version mit. Das hier ist dann noch eine zusätzliche Extended Play Echoes on A Street. Da haben wir halt eine deutsche Version von dem mit Echoes on A Street und ein Video von Flaming's Ball bzw. Boys on the Docks. Wer auf punkiges Zeug steht, dem solche Instrumente nicht missfallen oder sogar gefallen, kann ich es empfehlen. Wie lange machen wir? Wir haben noch ein paar Minütchen. Ich muss mal wieder mein Handy ablegen, ich krieg das hier wieder nicht rein. So, dann greife ich mir einfach mal ein bisschen mehr. Nehmen wir mal hier drei Alben. So, dann geht's weiter. The Beast Made Honey the Lion's Skull. Ich finde das Cover so dermaßen cool, wie da im Löwenschädel ein Bienennest entsteht. Ist instrumentaler Postrock. Sollte sich jeder anhören, der Explosions in the Sky mag. Auch mit Pappschuber damals. Musste ich aber wieder kaputt machen, weil der partout nicht rausging. War auch, glaube ich, in diesem Schwarz hier gehalten. Mit diesem Logo nur drauf. Jetzt geht mir die CD hier wieder raus. Sapperlot. Höre ich mir nicht oft an, ist halt instrumental. Ist mal was für zwischendurch. Muss man sich auch konzentriert mit befassen. Dann kommt wahrscheinlich die beste Viking-Metal-Band aller Zeiten. Das sind natürlich Ensiferum. Ich habe die beiden Alben hier: Victory Songs und From Afar, das Nachfolgealbum. Victory Songs wird in ziemlich vielen Kreisen als das beste Viking-Album ever bezeichnet, beziehungsweise das beste Folk-Metal-Album ever. Stimmt übrigens auch, kann ich nur empfehlen. Wer auf Musik wie Korpiklaani, Finntroll oder Turiser steht, dem sollte das hier auch zusagen. So, 15 Minuten sind wieder erreicht. Ihr kennt meine Zeit, wie ich das immer ausmache. 15 Minuten Videos mache ich so meistens. Deshalb sehen wir uns auch gleich wieder im nächsten Part. Bis dann.